Herzlich willkommen bei den Börsennews mit Wikifolio. Mein Name ist Astrid Schuch und ich werde euch an dieser Stelle ab jetzt regelmäßig über aktuelle Marktthemen auf dem Laufenden halten. Das werde ich aber freilich nicht alleine tun. Ich hole mir tatkräftige Unterstützung von den Wikifolio-Tradern, also von denen, die es wissen müssten. Was ist der Sinn der Übung? Bestenfalls hilft euch die Expertise der Trader, marktrelevante Themen besser zu verstehen und einordnen zu können. Und ihr bekommt auch die Gelegenheit, den Menschen hinter dem Trader-Profil etwas besser kennenzulernen. Heute starten wir mit Thomas Litschko, der als Yogo bei uns das Wikifolio Hashtag Future betreut. Und ich spreche mit ihm über die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach deutsche Städte grundsätzlich das Recht haben, Fahrverbote für Dieselautos zu verhängen. Hintergrund ist, dass vielerorts seit Jahren die Grenzwerte für die Stickoxidbelastung überschritten werden, wie zum Beispiel in Stuttgart oder Düsseldorf oder vielen anderen Städten. Hauptverantwortlich dafür werden vor allem die Dieselautos gemacht. Das bedeutet nun aber nicht, dass wir ab morgen in Stuttgart nicht mehr mit dem Dieselauto fahren dürfen. Fahrverbote sollen nur das letzte Mittel für saubere Luft sein. Die Reaktionen aus der deutschen Wirtschaft fielen trotzdem relativ negativ aus. Nachteile für den Wirtschaftsstandort oder für die jeweiligen Wirtschaftsstandorte werden befürchtet. Der DAX hat gestern dann nach der Entscheidung entsprechend auch ins Minus abgedreht. Auch die Autobauer kamen ein wenig unter die Räder, das Ganze hielt sich aber in Grenzen, also ein Beinbruch sieht sicherlich anders aus. Thomas, was bedeutet die Einschätzung deiner Ansicht nach für die deutschen Autobauer? Wie geht es dort jetzt weiter? Welche Auswirkungen das Urteil auf die deutschen Autobauer hat, ist meiner Meinung nach sehr schwer abzuschätzen. Was man sagen kann, ist, dass der öffentliche Druck doch deutlich gestiegen ist seit dem Urteil und dass man auf der Seite der Autohersteller vielleicht mal drüber nachdenken sollte, doch Hardware-Nachrüstung für ihre Kunden anzubieten, um den Schaden, den man verursacht hat, wieder gut zu machen. Aber da die Politik bisher immer auf der Seite der Autoindustrie stand, bin ich sehr gespannt, wie die neue Bundesregierung mit der Gesamtsituation umgehen wird. Die Baumode-Aktie, die mit einem Anteil von 14% aktuell das größte Engagement in deinem Wikifolio ist, die konnte gestern deutlich zulegen. Sie schloss gut 10% im Plus. Warum könnte Baumode von der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts deiner Ansicht nach profitieren? Als erste Reaktion hört man überall, dass Fahrverbote auf jeden Fall vermieden werden müssen. Eine Maßnahme dafür ist die Umrüstung von Dieselbussen. Dafür hat Baumode bereits Aufträge aus Berlin und London an Land gezogen. Ich rechne mit weiteren Aufträgen aus den betroffenen Städten. Zudem könnte die Umrüstung von Diesel-Pkw für weiteres Umsatzwachstum sorgen. Wie der ADAC-Test gezeigt hat, ist Baumodes System funktionsfähig und im Preis-Leistungs-Vergleich zu den Mitbewerbern das Beste momentan auf dem Markt. Außerdem lässt man in Deutschland produzieren, wodurch man auch flexibel auf höhere Nachfragen reagieren kann. Thomas, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung. Ihr könnt euch das Wikifolio von Thomas Litschko ganz einfach auf unserer Website ansehen. Ihr findet es in der Wikifolio-Suche, indem ihr einfach nach Yogo oder Hashtag Future sucht. Das war's auch schon von mir für heute. Ich freue mich über euer Feedback. Falls euch außerdem bestimmte börsenrelevante Themen interessieren oder ihr generell Fragen zum Markt habt, schreibt mir doch einfach ein E-Mail und dann lesen wir uns im Blog auf wikifolio.com oder sehen uns hier an dieser Stelle wieder. Also ich freue mich, bis bald.